Ja, heute geht es darum, dass wir wirklich die Kraft in uns aktivieren wollen. Weil das ist so wichtig. Das ist, was wir gerade schon gemacht haben. Wenn wir nicht bei uns selbst sind, wie wollen wir in unsere Kraft kommen? Wenn wir im, ach, was war gestern alles? Was kommt heute noch auf mich zu? Was ist alles zu erledigen? Wie soll ich das schaffen? Ach, und da schon wieder, was weiß ich, eine Rechnung oder eine Mahnung oder sonst irgendwie, dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Ja, die Sachen, die müssen angegangen werden, aber nicht ständig im Kopf, weil ja, man hat erkannt, die Zahlen sind unterschiedlich, ne? Aber dass wir, ja, die geringste war, glaube ich, 70.000 Gedanken am Tag haben. Andere gehen von Millionen aus, weil es sind ja oft nur so Gedankenfetzen, ne? Und diese Gedanken, da sind 90% davon immer wieder die gleichen. Das ist also wie so eine Dauerschleife, die in unserem Kopf läuft. Und die bringt uns nicht weiter. Also wenn irgendeine Rechnung zu bezahlen ist, dann kann ich mich hinsetzen und die bezahlen und dann lasse ich es wieder los. Und fertig. Oder ich lege sie mir hin und mache mir eine Notiz, wann ich sie zahlen will, wie auch immer. Aber so, dass es nicht mehr ständig im Kopf ist. Und so geht es mit allen anderen Sachen, weil es nur das Beispiel, was mir dazu eingefallen ist. Ja. Ich habe da eine schöne Karte auch gesehen, die zeige ich euch gerade mal. Die sagt, sende aus, was du empfangen möchtest. Ja, wow, ne? So wunderbar. Und das ist es wirklich, dass wir lernen dürfen, das auszusenden, was wir ja, uns auch wünschen, was wir manifestieren wollen. Und ja, wenn wir aussenden, oh, es ist alles so schwierig, mir geht so schlecht. Und ja, was manifestiere ich denn da? Und dafür ist es wichtig, in unsere Kraft zu kommen, unsere innere Kraft zu stärken. Ganz immens wichtig. Und dann können wir all das erhalten, was wir empfangen wollen. Dann kann das alles zu uns fließen. Und dazu ist es wichtig, dass wir das Herz ganz weit öffnen. Dass wir immer mehr bei uns selbst ankommen, uns selbst wahrnehmen und spüren und auf unsere Gedanken achten. Weil, da gibt es einen schönen Spruch, der heißt, dein ärgster Feind vermag nicht, dir mehr zu schaden als deine eigenen unbedachten Gedanken. Also es darf unser Ziel sein, wirklich mehr auf unsere Gedanken zu achten, damit wir aus diesen Dauerschleifen rauskommen, die wir teilweise vom Kleinkindalter ja, denken, ne? Je nachdem, wie wir da aufgewachsen sind, was uns da suggeriert wurde, ist das wie so eine Dauerschleife. Bei manchen ist es auch erst später gekommen, durch irgendwelche schlimmen Erfahrungen oder sonst wie, dass wir die Welt aus einer Perspektive von Angst oder Sorgen oder Traurigkeit oder Schuldgefühlen, was auch immer, sehen. Und damit kreieren wir nicht die Zukunft, die wir uns wünschen. Gut, also darum geht's heute. Und so wie es auch auf meinem YouTube-Channel steht, was nährst du? Welche Gedanken, welche Gefühle, welche Informationen, welche Verbindungen? Was nährst du? Weil damit entscheidest du, was du anziehst, womit du in Resonanz gehst, was zu dir fließen kann. Und das ist so, so schön. Wenn wir also ein Leben haben wollen, wo wir wirklich den Reichtum, die Fülle, die Freude, die Gesundheit, die Harmonie, all das, was wir uns wünschen, anziehen, dann dürfen wir in uns gehen. Ja, auf unsere Gedanken achten und mit uns selbst in Verbindung gehen. Ja. Ja, und nachdem es nicht so einfach geht, dass man einfach sagt, ja, ich passe jetzt mal auf, was ich denke, und dann passiert es auch, diese Dauerschleifen, die sind lange da. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns da immer wieder Zeit dafür nehmen, damit unsere Gedanken ruhiger werden.
Und ja, manche von euch meditieren schon regelmäßig, andere noch nicht. Aber das ist so der Weg, tatsächlich in die Ruhe zu kommen. Und am besten wirklich, wenn ihr das in so einem Heilungsfeld macht. Ihr könnt die YouTube-Videos auch immer wieder anstellen, sogar den Ton ausmachen. Aber ihr habt das Schwingungsfeld dieser wunderbaren Kalligrafien von Liebe, Frieden und Harmonie, die eine ganz hohe Frequenz und Schwingung mitbringen. Dann geht es noch mal leichter. Wenn ihr das nicht habt, nehmt irgendein Buch, was euch zur Verfügung steht. Egal, was ihr habt, sind auf allen Büchern Kalligrafien drauf. Und dann nutzt einfach die oder Kalligrafiekarten, was auch immer ihr habt. Die Kalligrafie ist wirklich wie so eine Verbindung zu hohen Ebenen, sodass wir da nochmal anders eintauchen können. Und ja, das wollen wir jetzt heute auch tun. Ich habe mal von Ups eine Karte gelesen, die hieß: Viele Menschen sind deshalb so lange auf der Suche nach Glück und Freude, weil sie vergessen haben, dass sie beides nur in ihrem Inneren finden können. Ja, da ist so viel Wahrheit drin. Und das wollen wir jetzt tun, da wollen wir hinschauen. Und wenn wir uns jetzt gleich konzentrieren, dann machen wir das. Wir konzentrieren uns auf unseren Unterbauch. Und warum ist es so? Weil im Unterbauch, hier ist praktisch all das, was die Quelle ist hier, die Verbindung zu unserer höchsten Weisheit, zu unserer höchsten Kraft, zu unserem höchsten Potenzial, mit all der Freude, der Harmonie, der Gesundheit, ja, der Fülle, all dem, was wir uns wünschen. Und so dürfen wir uns immer wieder hier auf den Bereich konzentrieren. Ja, die Punkte sind da jetzt gerade gar nicht so wichtig. Kann sie trotzdem kurz erklären. Huiyin ist der Akupunkturpunkt im Dammbereich, der uns mit Mutter Erde verbindet. Kungkung ist im dritten Seelenhaus unsere Lebenslampe. Da, wo unsere ursprüngliche Energie gespeichert ist. Und wenn die leer ist, dann ist unser Leben zu Ende. Und die können wir eben nicht durch all die wichtigen Sachen, die unsere ja, menschliche Energie steigern, wie genügend Schlaf, gutes Essen, ist alles wichtig und gut. Das stärkt aber nicht diese ursprüngliche Energie. Stärkt die Energie, die wir so Tag für Tag brauchen. Diese Energie können wir nur speichern, indem wir oder vermehren, indem wir spirituelle Übungen machen. Dann kommt der Ming-Meng-Punkt, übersetzt heißt Tor des Lebens. Ja, hier ist praktisch der Kernpunkt, wo wir uns mit dem höchsten Potenzial verbinden, mit der Quelle verbinden. Und der Velü-Punkt hier unten, den hatte ich, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, wo wir alles in Harmonie bringen. Auch unser ganzes Informationssystem, unsere Seele, Herz, Geist und Körper. Dafür ist dieser Punkt so wichtig. Und so wollen wir uns auf diesen Bereich konzentrieren. Denn wenn wir uns darauf konzentrieren, verbinden wir uns gleichzeitig mit all dem, was um uns herum ist, an Licht und Überfluss, an Fülle, an Freude, an Glück, an Leichtigkeit, an Vergebung, an Harmonie. Also auf diesen Punkt kommt es an, darauf wollen wir uns jetzt konzentrieren. Und das, ja, können wir jetzt tun und können dabei, ja, lasst uns einfach die Augen schließen. Ihr könnt die Hände auf den Unterbauch legen. Achtet darauf, dass die Füße flach auf dem Boden stehen, damit ihr gut geerdet seid. Dann beobachtet einfach nur den Atem, wie er bis in den Unterbauch ankommt. Manche spüren schon sehr viel, die merken das direkt. Für manche ist es am Anfang noch schwierig. Dann teilen euch eure Hände mit, ob der Bauch sich ausdehnt beim Einatmen. Ihr haltet den Atem
Und beim Ausatmen zieht sich der Bauch wieder zusammen. Ja, so einfach ist es. Das wollen wir jetzt immer wieder tun. Wir machen uns bewusst, dass das ein ganz wertvoller Moment ist, in dem wir nach innen gehen können, uns mit unserem wahren Selbst verbinden und zur Ruhe kommen und atmen in den Unterbauch. Wir gehen mit unserer Aufmerksamkeit zum Atem. Wir spüren, wie der Atem den Unterbauch ausdehnt. Und beim Ausatmen wieder zusammenzieht. Beim Einatmen dehnt sich der Unterbauch aus. Und beim Ausatmen zieht er sich zusammen. Und der Unterbauch dehnt sich aus. Und zieht sich zusammen. Macht es in eurem Rhythmus, so dass es sich für euch natürlich anfühlt. Aber atmet möglichst langsam ein, macht eine kurze Pause und dann atmet wieder aus. Und fokussiert euch dabei ganz auf den Unterbauch. All die Aufmerksamkeit darf dorthin gehen. Und wir sind ganz präsent damit. Verbinde dich mit dem Unterbauch. Geh in den Unterbauch. Ja, vielleicht kommen Gedanken hoch, so am Anfang ganz normal, dass ganz viele Gedanken kommen. Das ist okay. Wir nehmen sie wahr, lehnen sie nicht ab, halten sie aber auch nicht fest, gehen wieder zurück in den Unterbauch, spüren, wie er sich ausdehnt und zusammenzieht. Wir können realisieren, da ist was, was mich ablenken will, es ist okay. Und dann gehe ich einfach wieder zurück in den Unterbauch. Immer wieder in deinem Rhythmus ein- und ausatmen. Einatmen dehnt sich der Unterbauch aus. Und beim Ausatmen zieht er sich zusammen. Wenn Gedanken kommen oder auch Gefühle hochkommen, einfach liebevoll beobachten, nicht ablehnen, nicht festhalten, nicht dran anhaften. Einfach bewusst sein und sich wieder auf den Unterbauch konzentrieren. Fühle, was im Körper passiert. Er ist dein Empfänger. Mit ihm kannst du dich mit deiner Essenz verbinden, mit deiner wahren Kraft. Nachdem die Quelle allen Lebens in allem enthalten ist, ist er auch in jeder Zelle, in jedem Organ, in jedem Gelenk, in allem von uns enthalten. Und je mehr wir uns verbinden können, je bewusster wir uns wahrnehmen können, ohne zu urteilen,
desto mehr verbinden wir uns mit dieser Kraft, mit der Quelle in uns, mit unserer wahren, lichtvollen, kraftvollen Natur. Ja, am Anfang mag es schwierig sein, dass ständig Gedanken hochkommen. Das ist in Ordnung. Das ist ein Prozess, der uns hilft, immer weniger an unseren Gedanken anzuhaften. Wir nehmen sie wahr. Wir halten nicht dran fest. Wir lehnen sie auch nicht ab. Gehen wieder zurück in den Unterbauch. Mit unserem Fokus, mit unserer Ausrichtung. Beobachten unseren Atem. Wir nehmen unseren Körper wahr, fühlen den Atem. Spüren den Unterbauch. Vielleicht merkst du hier auch Spannung oder Krummeln oder Bewegung. Alles darf sein. Vielleicht spürst du Druck oder Schmerz. Einfach beobachten. Nicht ablehnen, nicht anhaften. Einfach bewusst sein und sich immer wieder auf den Unterbauch konzentrieren. Verbinde dich, geh in Resonanz. Du kannst dir auch selbst immer wieder sagen, geh in Resonanz. Geh in Resonanz. Geh in Resonanz. Spürst du wieder den Atem? Wir wissen, wir sind hier in diesem Feld der Tau-Kalligrafien, die uns stärken können, die uns unterstützen können. Atmen immer wieder bewusst ein. Verbinden uns mit uns selbst, mit unserem Unterbauch, unserem Kraftzentrum. Gehen in Resonanz. Fühle die Resonanz und du kannst noch mehr in Resonanz gehen. Fühle deinen Unterbauch, nimm ihn bewusst wahr und alles ist okay. Einfach beobachten, nicht beurteilen, nicht ablehnen, nicht anhaften, nicht ja, festhalten, nicht wegdrücken wollen. Einfach immer wieder auf den Unterbauch konzentrieren. Das hilft dem Körper ganz automatisch in Resonanz zu gehen. Und für manche kommen vielleicht ganz viele Gedanken, Gefühle hoch. Das ist okay. Das ist, ja, das ist manchmal auch eine ganze Zeit so, das ist eine Übung, die wir immer wieder tun dürfen, damit der Geist ruhiger wird. Und all diese Dauerschleifen durchbrochen werden. Also dann ganz wichtig, beschimpft euch nicht innerlich, oh, jetzt schon wieder. Und einfach alles so nehmen, wie es ist. Ah, da kommt wieder ein Gedanke. Ja, es ist okay und ich atme in den Unterbauch. Und aus. Ja, so trainieren wir
Ja, im Grunde genommen auch unser spirituelles Herz, das ja auch in allem in uns ist, sodass es sich immer mehr öffnen kann für all die positiven Botschaften, all das Licht, all die Liebe, all die Fülle. Und sodass unsere Gedanken immer, ja, wir uns derer immer bewusster werden und schneller erkennen, wenn wir wieder in der Dauerschleife sind. Weil je öfter wir das üben, je öfter wir ja, üben, Gedanken, Gefühle zu bemerken, aber uns nicht mit ihnen zu identifizieren, sondern einfach wieder auf den Atem und auf den Unterbauch zu konzentrieren, desto leichter wird es dann auch in der Realität, da einen Abstand von zu kriegen und nicht, wenn ich denke, oh, das schaffe ich nie oder irgendwas, dann auch ja, zu glauben, dass das meine Wahrheit ist. Das ist nur ein Gedanke. Lasst uns das noch 2, 3 Minuten machen. Immer wenn wir Ablehnung bemerken, mit der Aufmerksamkeit zurückkommen in den Unterbauch. Und habt Geduld mit euch, das braucht Übung und ganz viel liebevolle Aufmerksamkeit. Wichtig ist, die Augen nach innen zu richten, in den Körper hineinzufühlen. Und immer wieder in den Unterbauch zu kommen, den Atem wahrzunehmen. Wir dürfen alles bemerken, was da ist. Plötzlich zwickt es in der Schulter oder ja, was anderes meldet sich. Ja, das darf sein. Und ich gehe zurück in den Unterbauch, verbinde mich mit meinem Atem. Bin ganz im Hier und Jetzt präsent. Verbinde mich mit meiner Kraft. Das ist die Übung, wie wir trainieren, den Fokus zu halten, uns nicht von unseren Dauerschleifen kontrollieren zu lassen, sodass sie unser Leben manifestieren. Dafür dürfen wir erst so ein Stück Abstand von ihnen gewinnen. Und wir können das wirklich trainieren. Es ist am Anfang mal schwierig. Aber mit der Zeit werden die Gedanken ruhiger. Uns fällt uns auch immer leichter, sie loszulassen. Ablenkung ist normal, also ganz wichtig, dass wir uns dabei nicht verurteilen. Auch die Gedanken, die kommen, nicht verurteilen. Wenn Gefühle hochkommen, nicht verurteilen, nicht anhaften, nicht ablehnen. Einfach bewusst sein und sich wieder auf den Unterbauch konzentrieren. Einatmen, der Unterbauch dehnt sich aus. Halten und ausatmen. Die Bauchatmung, die hilft immens, dass wir geerdet sind, dass wir ja wirklich bei uns ankommen. Für manche spirituelle Menschen ist das ein großes Problem. Die ja, sind nicht geerdet, die gehen sehr schnell aus dem Körper raus. Doch dann können sie auch das Licht und die Fülle, die Schwingung nicht empfangen. Das ist die Gefahr dabei, dass wir dann nicht empfangen können, dass es uns auslaugt und sogar Krankheiten begünstigen können. Ja, unser spiritueller Weg ist ja vielen hier sehr, sehr wichtig. Und darauf kommt es eigentlich an. Unser physisches Leben ist dazu da,
ja, uns lichtvoller, kraftvoller zu machen, unserem Seelenweg, unserem spirituellen Weg zu dienen. Doch wir haben diesen Körper und der Körper ist der Empfänger und deswegen dürfen wir ihn nutzen und uns immer wieder mit ihm verbinden. Und wenn wir das tun, dann werden wir immer feinfühliger. Vielleicht, ja, kommt langsam hier zurück. Atmet noch ein paar Mal ganz tief. Da könnte ich einmal strecken und dehnen. Ah. Ja, das Schöne ist, wenn wir das immer wieder tun, die Gedanken werden ruhiger. Und das Wunderbare ist, die Gedanken werden nicht nur während dieser Meditation oder Atemübung ruhiger, sondern während des ganzen Tages. Also, und wenn Gedanken kommen, bemerke ich die mit der Zeit auch, ja auch, wenn ich jetzt nicht in der Übung bin, viel schneller. Ah, da ist wieder mein Gedanken von, was weiß ich, bin ich gut genug oder was es bei euch auch sein mag. Und ich lerne, mich nicht mit den Gedanken zu identifizieren. Und dann kann ich bewusst entscheiden, was will ich eigentlich manifestieren? Was will ich denken? Was tut mir gut? Ja. Ja, gehört ein bisschen wirklich Anstrengung, Übung dazu, falls es nicht eh schon euerns ist. Manche meditieren ja schon seit Jahren, Jahrzehnten und für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Mir ist es am Anfang enorm schwer gefallen. In dem Feld geht es für mich leichter und mit der Zeit wird es einfacher, da werden die Gedanken ruhiger. Und dann können wir an irgendwas denken, was wir verwirklichen wollen, einen Traum, den wir manifestieren wollen oder auch eine Herausforderung, die wir überwinden wollen. Und ja, vielleicht machen wir das jetzt einfach auch noch. Wir sind hier, um zu fühlen, um zu lieben, um ja, präsent zu sein. Ja, und wir verbinden uns dann einfach immer wieder, ohne zu urteilen. Dadurch öffnet sich unser spirituelles Herz und dann können wir in Verbindung gehen. Dann können wir die positiven Informationen vermehren. Und ihr wisst ja alle, dass es darauf ankommt, dass wir ja wirklich schauen, dass möglichst viel positive Information in uns fließt, weil die schafft Gesundheit, Freude, Glück, Fülle, Harmonie, die schafft all das, was wir uns wünschen. Und damit sich die negative Information, die noch in uns gespeichert ist, durch alles, was wir jemals gedacht, gesagt, getan, erlebt haben und teilweise auch, was unsere Ahnen gedacht, gesagt, getan, erlebt haben, ne, dass die sich transformiert, mehr und mehr und immer mehr positive Information überwiegt, stärker wird, größer wird und die negative immer mehr ja, sich transformieren darf. Und da ist es so wichtig, sich zu verbinden, ohne zu verurteilen, weil positive Information insgesamt ist einfach alles und immer, wo wir uns verbinden können. Also, wie soll ich sagen? Wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo Schmerz haben oder so, dann ist das keine negative Information. Das heißt nur, da hat eine Trennung stattgefunden. Ja, das sind schon negative Informationen, aber indem ich mich verbinde, kann ich da diese Verbindung schaffen, Licht hinbringen, Liebe hinbringen und dann kann sich's auch auflösen. Wenn wir es aber ablehnen, verurteilen, nicht haben wollen oder auch dran festhalten, weil ja, manchmal bringt sogar die Krankheit Vorteile, wir kriegen mehr Aufmerksamkeit oder sonst was, also egal in welche Richtung. Ne? Immer wenn wir was unbedingt haben wollen oder was ablehnen, dann ist es etwas, was Trennung erschafft. Und dann ist es eine negative Information. Wissenschaftlich wird es Entropie genannt und auch als Entropie gemessen. Und so wollen wir uns jetzt mit dem Schwingungsfeld von Liebe, Frieden, Harmonie verbinden.
auf der ganzen Informationsebene, Information mit ja, dem Inhalt aller Informationen, die in uns sind, spirituell wird Seele genannt, mit unserem spirituellen Herzen, das wirklich im ganzen Körper ist, ja. Mit unserem Bewusstsein, Unterbewusstsein, mit unserer Energie, unserem Körper. Wir können nur empfangen, wenn wir in Resonanz gehen. Und wenn wir manifestieren wollen, dann ja, ist es ausschlaggebend, dass wir uns öffnen, von der Quelle empfangen. Wir können, also da ist so unbegrenzt, so ja, bedingungslos alles wirklich schon da. Wenn wir in die Verbindung gehen, dann können wir das alles zu uns ziehen. Wenn wir manifestieren wollen, müssen wir fähig werden, von der Quelle zu empfangen. Und dafür dürfen wir in den Körper und fühlen. Ja. Ich war jetzt am Wochenende auf einem Workshop von der Quantenphysikerin Dr. Rulin Xu. Und sie hat verschiedene Techniken für den Fokus gelehrt. Diese Atemtechnik, die ich gerade gemacht habe, ist so eine der Techniken, wo sie gesagt hat, immer wieder üben, um so Abstand zu bekommen. Oder Abstand ist das Falsche, weil ja, um nicht mehr anzuhaften, oder abzulehnen, was wir denken und fühlen, in Harmonie damit zu gehen, in Verbindung zu gehen, und dann kann sich alles auflösen. Und das waren so die Punkte, die sie als wichtig beschrieben hat. Also auf Englisch hat sie gesagt, der erste ist präsent, also sei komplett anwesend im Hier und Jetzt, das, was wir gerade gemacht haben. Egal was kommt, immer wieder zum Atem zurück mit dem Fokus im Unterbauch. Dann connect, verbinde dich mit deinem Atem und auch mit deinem Körper. Spüre dich, nimm dich wahr. Wir schauen um die 16 Stunden am Tag nach außen. Uns ist so wichtig, dass wir immer auch wieder nach innen schauen, uns mit uns selber verbinden. Aware heißt so viel wie sei dir bewusst, was geschieht. Und alles darf sein. Wir nehmen es liebevoll wahr, lehnen es nicht ab, halten es auch nicht fest und verbinden uns wieder mit dem Atem. Dann viel, also fühle, um zu empfangen. Ja, in manchen Zeiten, zumindest im Christentum, war es so, ja, waren wir so körperfeindlich, dass ja alle Gefühle negiert wurden und nicht wahrhaben wollten. Und das hilft uns nicht. Wir dürfen sie fühlen, aber nicht dran festhalten und sie auch nicht ablehnen. Und dann resonate, geh in Resonanz damit. So schön. Und das wollen wir jetzt nochmal tun mit den Tau-Kalligrafien von Liebe, Frieden, Harmonie. Was mir sehr geholfen hat, nachdem mir es am Anfang wirklich total schwer gefallen ist, in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen, ist, wenn ich am Anfang Kalligrafie nachfahre. Für manche geht es, sich direkt hinzusetzen und ins Fühlen zu kommen. Und bei manchen ist noch so viel aktiv, dass es hilft, den Geist erstmal durch diese wunderbaren harmonischen Tai-Chi-Bewegungen zu beruhigen. Und so können wir das jetzt einfach auch tun. Und ja, ich werde sie einfach einblenden, damit wir sie nachfangen können, wenn wir wollen. Auch dafür nutzen wir jetzt wieder den Unterbauch. Also wir stehen schulterbreit, haben die Hände, als würden wir eine Lichtkugel halten, vor dem Unterbauch und fahren mit dem ganzen Unterbauch nach. Macht es so langsam wie möglich. Und versucht mit dem Fokus immer wieder im Unterbauch zu sein. Dadurch kann so viel Fülle, so viel Licht zu euch fließen.
Und ich finde es so wichtig, dass wir uns in dieser Zeit einfach beschenkt fühlen. Ganz beschenkt, mit dem Bewusstsein, jetzt erhalte ich ganz viel Fülle. Oder das, was ihr jetzt heute manifestieren wollt, die Herausforderung, die ihr transformieren wollt. Ich erhalte genau das, was ich jetzt brauche. Ich bin voller Dankbarkeit, voller Freude. Und in dem Bewusstsein können wir jetzt nachfahren. Und wir fahren nach. Es ist auch manchmal gut, sich ein paar positive Sachen abzuspeichern. Sodass ich mir immer wieder sagen kann, ich wähle jetzt Überfluss an Liebe, Freude, Gesundheit, Dankbarkeit, Fülle, was auch immer. Und ich erwache zu meinem höchsten Potenzial. Ich verbinde mich mit den Ressourcen, die diesen Überfluss erschaffen. Besonders wenn wir uns mit den Kalligraphien verbinden oder auch mit unserem Unterbauch, weil hier sitzt auch die Quelle. Aber noch mehr in diesem Resonanzfeld. Und verbinden wir uns mit den Ressourcen, die uns diesen Überfluss schenken können. Ich entscheide mich jetzt, mit dem glücklich zu sein, was ich bereits habe. Ich bin ein Magnet für Wohlstand, Überfluss, Liebe. Werde jeden Tag dankbarer. Ich erkenne und schätze das Positive in meinem Leben. Das Leben ist eine wunderbare Gelegenheit, positive Informationen zu stärken. Und ich erlaube mir, alle Gedanken, alle Überzeugungen, alle Einstellungen loszulassen, die mein Wachstum blockieren. Ich heiße alle positiven Informationen willkommen und stärke sie. Ich bin wunderbar, wertvoll, großartig, genau wie ich bin. Ich bin in Liebe, ich bin in Harmonie, ich bin Fülle, ich bin Freude, ich bin Dankbarkeit. Also solche Sätze könnt ihr euch immer wieder sagen und lasst uns jetzt noch ein bisschen nachfahren, diese Frequenz weiter nutzen. In der Stille und immer wieder einfach nur in Resonanz mit eurem Atem, mit dem Unterbauch und mit dem Feld gehen.
dann fahr noch bis zum Ende nach. Und dann verbinden wir uns nochmal. Danken dem Feld von Liebe, Frieden und Harmonie. All dem Licht, all der Liebe, all der Fülle, die jetzt zu uns geflossen ist. All den Lichtwesen, die uns dabei unterstützt haben. Wir sind so dankbar. Gut. Ja, wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Also das ist so der Weg, dass wir einfach, nachdem die Information unser Leben bestimmen, dürfen wir darauf achten, ne? Welche Information nähre ich und wie schaffe ich es, dass diese Dauerschleifen mein Leben nicht weiter bestimmen? Weil die Dauerschleifen sind meist nicht die positive Information. Wenn wir mal so weit sind, dass wir nur denken, ich bin Liebe, ich bin Freude oder sonst irgendwelche positiven Informationen, dann ja, das ist auch mit der Grund, warum Dr. und Master Shah immer wieder rät oder auch in alten Lehren geraten wird, das Mantra soll nicht deinen Mund verlassen, soll auch nicht dein Herz verlassen. Das heißt, wir dürfen innerlich immer wieder ein Mantra chanten, um all die Dauerschleifen auch zu ersetzen. Das ist nochmal ein anderer Weg. Wichtig ist aber ja, für mich schon auch, dass ich immer wieder in die Stille gehe, mich mit mir verbinde und alles, was kommt, wahrnehme, ohne es festzuhalten, ohne es abzulehnen. Weil dadurch wird der Geist ruhiger und ja, dieses ständige in mir Denken kann zur Ruhe kommen. Jetzt. Ach, Brigitte bedankt sich, hat es wunderbar gefunden. Die andere Brigitte, die heutige Stunde war sehr wohltuend und aufbauend. Dankeschön, danke allen in diesem nährenden Feld. Ja. Ja, in dem Feld ist es noch mal leichter und stärker. Ich merke dann großen Unterschied, ob ich, ja, wenn ich jetzt irgendwo zu Besuch bin oder auch ja, über Nacht aus dem Haus bin und ich habe diese Felder nicht um mich und ich versuche dann so in die Stille zu gehen, fällt es mir wesentlich schwerer, als wenn ich die Felder, die ich ja hier einfach nutzen kann, immer wieder mit nutze. Gut, dann hoffe ich, es hat euch allen gut getan. Claudia schreibt, danke, das habe ich heute gerade gebraucht. Das freut mich. Ich glaube, das brauchen wir immer wieder und da dürfen wir uns wirklich Zeit nehmen. Und wenn es nur 10 Minuten am Tag sind, je öfter wir das machen, desto mehr werdet ihr merken, es kommen weniger Gedanken. Es werden immer Gedanken kommen, aber es ist nicht mehr ständig. Boah. Und auch, ja, ihr kriegt auch mehr Distanz zu euren Gefühlen. Ne? Ihr denkt nicht mehr, wenn ich jetzt traurig bin, ne, also das ist ja nur ein Gefühl. Seid nicht ihr, ist nicht euer wahres Selbst. Ihr müsst euch nicht mehr damit identifizieren. Dafür kann diese Übung so wunderbar helfen. Ja, seh dich, Marion. Ja, seh alles. Gut. Alles, alles Liebe euch. Noch einen ganz wundervollen Tag und ich hoffe, ihr konntet heute wieder viel mitnehmen. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.